Und dann setzen wir fort mit Tagesordnungspunkt 16. Mehrbedarfe für soziale Leistungen im Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 7,215 Millionen Euro. Und hier ist mir eine Wortmeldung signalisiert. Frau Schöps, Frau Dr. Schöps, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich halte es am Anfang mal kurz und bündig. Die AfD-Fraktion beantragt punktweise Abstimmung und wir werden uns Punkt 2 dieser Vorlage nicht anschließen, sondern wir werden diesen Punkt ablehnen. Warum? Dort geht es um einen Mehrbedarf, um Mehraufwendungen von mehr als 3,1 Millionen Euro für Leistungen der Krankenhilfe nach Asylbewerberleistungsgesetz für das Jahr 2021. Davon sind jetzt noch 2,5 Millionen, so ungefähr, ungedeckt. Wie kommt das zustande? Für 2021 sind nicht nur mehr Leistungsberechtigte als geplant zu versorgen. Wenn Sie mal an die Grenzen schauen Richtung Osten, wissen Sie auch warum. Statt 2250 geplanten sind jetzt 2400 bis 2500 Personen zu berücksichtigen. Und auch pro Kopf steigen die Kosten von geplanten 5.535 auf 6.400 Euro. Warum, erschließt sich nicht so wirklich. Sie werden uns jetzt vielleicht entgegenhalten, entweder so im Geiste oder auch noch durch einen Redebeitrag, dass die Gesundheitsversorgung für die Berechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz doch eine Pflichtaufgabe der Kommune ist und außerdem natürlich ein christliches Werk der Barmherzigkeit. Das stellt ja auch niemand in Abrede, auch wir als AfD nicht. Das Produkt im Doppelhaushalt spricht tatsächlich von einer weisungsgebundenen Pflichtaufgabe. Ziel, steht auch dort, ist die Sicherstellung menschenwürdiger Lebensstandards, Gesundheitsfürsorge und gesellschaftlicher Integration von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern. Wie das in der Praxis funktioniert und in vielen Fällen eben überhaupt ganz und gar nicht funktioniert, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Es ist aber nicht ausschließlich ein Dresdner, sondern vor allem ein sächsisches und ganz besonderes ein bundesdeutsches Problem. Die deutsche Asylpolitik ist auf ganzer Linie gescheitert, sagt die AfD übrigens auf allen politischen Ebenen. Statt Anreize für illegale Einwanderung abzubauen, werden immer neue geschaffen. Auch gerade jetzt mit der neuen Bundesregierung. Auch der erleichterte Zugang zu Leistungen wie die elektronische Gesundheitskarte haben wir ja eingeführt in Dresden. Die Ausweitung der dezentralen Unterbringung, sind Sie auch ganz Fan davon, und die mittlerweile fast vollständige Abkehr von Sachleistungen hin zu Geldleistungen, ebenso eine Dresden-Errungenschaft, gehören da auch dazu. Aber angeblich haben wir mehr Platz, haben die Demo heute ja vor der Tür gesehen, sprich günstigen Wohnraum für allen ist ausreichend vorhanden, müssen wir uns keinen Kopf machen. Wir haben auch genug Geld, Bürger in der Tasche haben es ja, müssen einfach nur fleißig reinfassen. Und angeblich ist auch der soziale Frieden, da steht so fest wie eine deutsche Eiche und nichts, durch nichts anzugreifen, das sehen Sie ja montags 18 Uhr in vielen Städten mittlerweile. Sie brauchen sich auch nicht echauffieren, nicht aufregen, gar nichts. Es steht fest, wir sind der Meinung, Deutschland braucht eine andere Asyl- und Integrationspolitik. Und wir sind sogar bereit als AfD auch mal von Sozialdemokraten zu lernen. Und zwar schauen Sie doch mal nach Dänemark. Dort regiert seit einigen Jahren sehr erfolgreich Mette Frederiksen als Ministerpräsidentin. Vielleicht trifft sich mit ihr ja mal Olaf Scholz, der neue Bundeskanzler, um die Erfolge der dänischen Null-Asylpolitik zu besprechen. Dänemark hat sich intensiv und auch sehr erfolgreich bemüht, eben jene Pull-Effekte für illegale Einwanderer zu reduzieren, die in Deutschland immer neu ausgebaut werden. Vor einigen Monaten hat man jetzt in Dänemark Pläne veröffentlicht, die eine Arbeitspflicht, entweder in einem normalen erwerbstätigen Bereich oder dann eben, wenn sich nichts Geeignetes findet, in gemeinnütziger Arbeit als Gegenleistung für dann Sozialleistungen für Einwanderer vorsieht. Dazu hat Frau Frederiksen gesagt, wir wollen eine neue Arbeitslogik einführen, bei der die Menschen die Pflicht haben, einen Beitrag zu leisten und sich nützlich machen. Und wenn sie keine reguläre Arbeit finden, müssen sie für ihre Zuwendungen arbeiten. Ich bin der festen Überzeugung, dass es auch bei uns in diese Richtung gehen muss. Auch solidarische Leistungen
wie sie Gesundheitsleistungen nun mal sind, kennen wir ja, Krankenkassen und in dem Fall Sozialleistungen, funktionieren dann am besten, wenn dem Nehmen ein Zurückgeben gegenübersteht, beispielsweise auch durch gemeinnützige Arbeit. Ich denke, wir lehnen hier diesen Punkt ab und wir werden auch Verständnis für haben, weil wir die grundsätzliche Politik nicht mittragen können. Und ich hoffe, Sie schließen sich uns an. Vielen Dank. Herr Lichti, bitte schön. Bitte, Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es war ja fast zu erwarten, dass die Vertreterin der AfD-Fraktion hier wieder diesen Tagesordnungspunkt missbraucht, um hier ihre übliche ausländerfeindliche Hetze anzubringen. Aber ich möchte deshalb nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass die Dame, die gerade von dort oben von der Bühne des Dresdner Stadtrates gesprochen hat, genau mit den Personen, bei denen das Landeskriminalamt gestern eine Hausdurchsuchung wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Mordanschlags auf den Ministerpräsidenten durchgeführt hat, dieses Jahr auf dem Heidefriedhof zusammen eine politische Aktion durchgeführt hat. Übrigens mit der halben AfD-Fraktion, Entschuldigung. Ich finde, das sollte hier bekannt sein, das sollte die Öffentlichkeit viel mehr diskutiert werden, dass der geistige Umfeld, der geistige Hintergrund, der diese Menschen von der Hetze jetzt zur Gewaltanwendung geführt hat, genau der gleiche ist, wo diese AfD-Fraktion sich auch bewegt. Und deswegen weise ich in aller Schärfe diese übelste Hetze, die hier wieder abgezogen worden ist, zurück. So, weitere Wortmeldungen aus dem Rat sehe ich nicht. Dann zum Abschluss für die Verwaltung, Frau Dr. Kaufmann. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte, wir reden hier über Mehrbedarf für soziale Leistungen im Jahr 2021. Im Rahmen des Finanzzwischenberichtes hatten wir Ihnen diese Mehrbedarfe angezeigt. Zum einen, weil die Hilfe zur Pflege und damit pflegebedürftige, einkommensschwächere Haushalte und Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt auf unsere Hilfe angewiesen sind. Zum anderen, weil mehr Geflüchtete, als unsere kommunale Planung es vorausgesehen hat, auf die kommunale Ebene überwiesen wurde. Und zum Dritten, weil Corona-bedingt mehr Bedarfe im Bereich der Eingliederungshilfe, im Bereich der Behindertenhilfe notwendig sind. All das, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind Pflichtaufgaben. Und insofern verurteile ich hier an dieser Stelle diesen vergifteten Beitrag der Kollegin Schöps aufs Äußerste. Wir haben uns sehr differenziert und dezidiert auch im Fachausschuss hierzu geäußert. Und ich denke, diese Vorlage sollte und muss eine klare Mehrheit erfahren. So, damit steigen wir ein in die Abstimmung. Ich habe verstanden, dass Sie den Punkt 2 separat abgestimmt haben wollen, aber 1 und 3 können wir zusammen abstimmen. Das spart uns eine Abstimmung. Also, wer für die Punkte 1 und 3 des federführenden Ausschussberichtes ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Ist beides nicht der Fall, dann einstimme ich mit 61 Ja-Stimmen. Und wir kommen damit noch zur Abstimmung über den Punkt 2. Wer dem des federführenden Ausschussberichtes zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltungen. ...49 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, dann so geschlossen. Geschäftsordner Herr Pinkert. Ich möchte nur kurz Erklärung noch mal zu unserem Abstimmungsergebnis geben. Frau Dr. Kaufmann, das ist nicht richtig, was Sie gesagt haben. Es geht nicht darum, dass uns mehr Asylbewerber überholfen wurden. Das haben wir nicht in Frage gestellt und auch nicht angekreidet in dem Sinne. Die Frage stellt sich, warum die Kosten pro Person
exorbitant gestiegen sind. Und dies ist die grundlegende Frage. Und da ist die Frage, ist eventuell diese Gesundheitskarte, die ausgegeben wurde, der Ursprungsbringer? Und deswegen haben wir uns dagegen entschieden, hier dem zuzustimmen. Wir wissen, dass das den Stadthaushalt nicht belastet, trotzdem Steuergeld ist. Wir verlassen diesen Punkt.